Wir sind jetzt in der Verkaufsabteilung von Bieber und Marburg. Neben mir steht Wiebke Kessler. Sie ist Auszubildende zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel. Wiebke, warum hast du hier angefangen? Also letztes Jahr habe ich mein Abitur gemacht und da hat sich die Frage aufgestellt, was mache ich? Ich habe mich überall beworben und hatte auch mehrere Ausbildungsstellen zur Auswahl. Aber Bieber und Marburg hat mich allein bei dem Einstellungsgespräch so von sich überzeugt, da war für mich keine andere Wahl mehr. Also hier willst du anfangen. Bieber und Marburg ist im Stahlgroßhandel tätig, eine vermeintliche Männerdomäne. Eckt man da als Frau an? Kann ich nicht behaupten. Also bis jetzt waren alle ganz lieb zu mir und ich als Frau habe mich auch beweisen können. Wie läuft deine Ausbildung aktuell ab? Du bist im ersten Lehrjahr, kommst jetzt ins zweite. Genau, also die Ausbildung dauert 3 Jahre. Es ist eine duale Ausbildung, das heißt 2 Tage in der Woche habe ich Schule. Und in der Ausbildung selber hier bei Bieber und Marburg durchlaufe ich mehrere Abteilungen, was mir eigentlich am besten gefällt, weil ich dadurch auch überall einsetzbar bin, ob im Verkauf, in der Disposition und einfach alles kennenlerne. Soweit, vielen Dank, Wiebke. Viel Erfolg noch für die Ausbildung. Vielen Dank. Und wir schauen uns mal unten die Maschinenhallen an. Wir stehen in Halle 9 von Bieber und Marburg und ich habe mir Alex Grebe dazu geholt. Er hat vor 2 Jahren die Ausbildung zum Fachlageristen abgeschlossen. Du bist übernommen worden. Alex, was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgabe ist, die Ware zu kommissionieren, zu verpacken und auf dem Richtplatz zu legen, dass sie nachts verladen wird. Du bist schon 5 Jahre insgesamt hier. Du kennst die Firma aber schon viel länger. Warum? Ja, mein Stiefvater ist auch selbst Kunde hier. Und da bin ich früher immer mitgefahren, habe auch die Sachen abgeholt, also das Stahl. Und so habe ich mir das Lager mal angeguckt, hat mir echt recht gut gefallen. Da bin ich im Internet auf die Internetseite gestoßen, habe mich mal hier beworben. Wie ist deine Ausbildung abgelaufen? Was war das Besondere? Das Besondere ist, dass man hier jede Halle von 1 bis 12 durchläuft. Zum Beispiel Halle 1 ist Hochregallager, Halle 4 ist die Säge, Halle 12 ist der Brennbetrieb. Durchläuft man alle Sachen, so ist man flexibel einsetzbar. Was ist denn das Besondere, wenn man hier arbeitet? Das Besondere ist, dass man hier auch Eigenverantwortung übernimmt, zum Beispiel auch mit großen Maschinen arbeitet. Und dass hier recht familiär zugeht. Das heißt, dass die Schichtübergaben reibungslos klappen, von der Früh in die Spätschicht. Dass man hier im Lager sich kennt, mal Hallo sagt. Das ist super hier. Danke Alex für diesen Erfahrungsbericht. Ja, eine wunderbare Atmosphäre, sehr familiär hier bei Bieber und Marburg. Ich hoffe, Sie hatten einen umfangreichen Einblick zum Thema Ausbildung. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.